Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 583. Episode dieses City Skylines After Dark Snowfall Natural Disasters Mass Transit Concerts und Green Cities Let's Plays. Ja, wir schauen uns den Keks mal von oben an, ist ja mittlerweile auch eine recht große Stadt. Ja, zuletzt dachte ich mir, ich gucke mir mal kurz meine kleine Fährlinie an und da ist auch wieder ein riesen Ding draus geworden. Das heißt, ich habe eine komplett neue Fährlinie gebastelt, die, ich sag mal, hier in alle Flussärme sozusagen reinkriecht. Hier nach oben, dann wieder zurück. Und das ist jetzt ein großer geschlossener Kreis, den ich praktisch rechts und links langfahren möchte. Habe aber dazu auch einen Haufen neue Fährstationen gesetzt, die ich natürlich auch erstmal an die Stadt anschließen muss. Das heißt, die sind größtenteils ohne Strom, ohne Straße, ohne alles. Das heißt, wir nehmen uns diese Tool und werden... Klicke die Klick... die Fährlinien einfach mal abklappern. Warum kriegen wir die jetzt nicht angezeigt? Haben wir hier keine? Doch. Muss ich da auf ihn hier gehen oder auf ihn? Anscheinend. Jo, wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen an dem Depot an und arbeiten uns mehr oder weniger einmal rum. Und hier geht es ja mehr oder weniger schon los. Hier eine neue Station, neuer Fährhafen, Fährkai. So, und der braucht eine Straße. Ganz klar. Und ich würde sagen, wir cutten das hier raus. Was natürlich hier Mecker geben wird, weil ja hier auch eine Buslinie hält. Aber hey, was soll denn das jetzt? Als wenn uns das in irgendeiner Art und Weise abhalten würde. So, wir biegen ein wenig dabei. Was flackert das so? Da war eben komisch, hier flacker. So wie wittermäßig. Was ist denn das da vorne für ein... Icon-Symbol. Was ist denn das hier? Ah, hat jemand Kopfschmerzen. Soll er haben. Hier waren wir gewesen. So, den können wir an und für sich auch gleich wieder hier anschließen. Dann haben wir das auch alles schön an einer Kreuzung dran. Finde ich, ist eine gute Idee. Gehen zwar ein paar Häuser drauf, aber hey, was soll's. Oh, ja, in der Nähe von diesem Fair... Dingern oder Häfen habe ich auch ganz gerne mal ein bisschen Gewerbe, aber Gewerbe haben wir ja schon zur Not hier unten und hier oben. Okay, dann belassen wir das hier bei normaler Wohngegend. Oh, hier oben, nö. Ein bisschen Abstand zum Wasser finde ich auch immer ganz gut. Haben wir diesen. Das hier ignorieren wir nochmal, dass hier schienenmäßig irgendeine Sackgasse ist, weil hier in dem Bereich habe ich auch noch keine Busse und keine, ja, Straßenbahn vergeben, das muss ich auch alles noch machen. Also gibt da so viel zu tun hier. Also desto mehr man hier hat anstatt, desto mehr hat man zu tun. Ist normal, oder? So. Ich sagte, wir haben hier Buslinie, haben wir hier aber genau an dieser Stelle noch nicht. Ist aber auch nicht so drastisch. Taste. Wir biegen uns die hier einfach um, dass wir generell überhaupt irgendwas haben, buslinienmäßig. Das heißt, wir nehmen uns die hier, ziehen uns die hier hin und machen wir hier so mittig, ne? Kann ja sein, dass die Leute, die zum Depot wollen, die da arbeiten. Ja, und das ist ja auch kein richtig großer Fußweg an und für sich. Und dann kriegst du hier noch eine verpasst. Und dann sind wir an und für sich mit ihm hier auch so fertig. Strom sollte er haben, schon natürlich das Depot. Gucken wir einfach mal weiter zum nächsten. Kein Strom, keine Straße, kein gar nichts. Ja, da suchen wir uns auch am besten irgendeine Kreuzung. Das hier wird ein bisschen eng werden eventuell. Und ein bisschen Platz kann man hier ruhig lassen. So. Ich überlege gerade, ob man die Biegung vielleicht ein bisschen sparsamer macht. Um hier nicht so viele Häuser von der Sache her kaputt zu machen. Gucken wir mal so. Und das geht nicht, weil... oh, ich sehe gerade, da ist ja ein Tunnel. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Was soll das denn jetzt? Kinders. Das wieder los. Okay. Wenn es denn so schwer ist, dann machen wir doch so. Und hier... Na, bis hier oben finde ich ein bisschen weit. Ich glaube, da gehen wir einfach hier ran. Und mag er nicht. Gibt es ja auch wieder Tunnelgeschichten oder so.
Oh ne, er schüttet hier einen Berg irgendwie auf. Na, das wird dem auch wieder zu steil sein. Nö. Alles gut, warum tuttert denn er da so rum? Na, Programm muss ich halt auch ab und zu mal melden mit irgendeiner Meinung. Geben wir da mal nach. So, wo holen wir den Strom her? Was haben wir denn da? Tudum, 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 tudum. Ich glaube, das lege ich alles aufs Wasser. Einmal so und dann hier eine Querverbindung rüber. So, dürfte reichen, dann nehme ich die hier weg. Und kann ja sein, dass hier irgendwann Häuser entstehen, wenn ich das hier freigebe. Möglich. Irgendwann. In, was weiß ich, 100 Episoden oder so. Jo, dann ist er dran. Bus und Co. haben wir hier in der Ecke noch gar nicht. Das wird alles noch kommen. Irgendwann, wie gesagt. So, wir gucken weiter. Wir sind hier am Flughafen und am Konzertgelände. Hier, die Ecke. Gut, wir müssen auch nicht immer zwei hier ranziehen. Man könnte auch hier einen kleinen Kreis machen. Oder es würde ja auch rein theoretisch reichen, bloß eine Seite anzuschließen. Tja, wie hätten wir es gerne? Nur eine Seite? Biegung? Irgendwie so? Könnte auch reichen. Und dann ziehen wir uns den Bus einfach hier rein. Der kann dann hier hinten wenden. Ja. Finde ich akzeptabel. So, welchen Bus nehmen wir? Also hier fahren zwei Stück lang. Und ich glaube, die holen wir uns auch beide hierher. Okay, dann ziehen wir uns den erstmal einmal hier hin. So, und wie kommen wir jetzt hier am besten an den zweiten ran? Zack, das müsste sein. Da fährt keiner mehr dran vorbei. Wir haben beide erwischt. Ja, nice. Power. Wie hätten wir es gerne? Ich glaube, hier war auch irgendwo was zerstört in der Nähe. Hatte ich vorhin in einer Pause gesehen. Ah, ist ein Stückchen weiter weg. Das war, glaube ich, hier vorne irgendwo. Nehmen den. Und den sollte reichen. Lassen wir mal kurz laufen. Ob das doch alles so ankommt, wie ich mir das vorstelle. Ja, Bella. Weiter geht's. Die Nummer. Also der hat Strom, aber Straße. Da fehlt es ihm noch ein wenig dran. Und da machen wir auch das alte Sackgassenprinzip. Mal zurückführen, wohin? Wieder hier ran oder hier ran? Nö. Mal gucken, dass es straßenmäßig so geht. Weil das ist ganz schön kurz. Das heißt, wir können wahrscheinlich bloß eine Direktverbindung machen. Jetzt hier so eine schöne Schwung, so ein Planet S. Wird zu eng sein. Jetzt muss man hier alles abstellen, was einrasten kann. Ich weiß, dass es zu kurz ist, aber dennoch muss ich probieren. Weil ich weiß, dass es zu kurz ist. Hat doch funktioniert in irgendeiner Art und Weise. Sauber. Nice. So. Ja, noch eine zweite Station hier unten oder die hier laufen lassen. Weil das ist ja hier Personenschifffahrt, also das sind ja die großen Pötte, die hier auch ab und zu mal anlegen. Hier, nicht so einer, das ist jetzt Warentransport. Vielleicht könnte ich die ja auch einfach bloß 2-3 cm weiter nach rechts. Was fällt ihm dazu ein? So hier? Dann können sie sich da beide mehr oder weniger drum streiten oder beide haben mehr oder weniger denselben Weg. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Strom hat er, weiter geht's. Oh, hier waren wir schon mal dran. Er hat Bus, er hat Strom. Weiter. Oh, und hier war diese gekappte Stromlinie, die ich noch im Hinterkopf hatte. Na. Oh, eine Altlast weniger. So, das war's hier. Ja, dann jetzt hier rüber. An ihn hier ran. Oh, da haben wir auch hier die Uferstraße.
die steht uns zur Verfügung. Ja, eine Tram vorbeischicken geht ja nicht, weil die Straße hängt ja fest praktisch hier an dem Fährkai dran. Das heißt, wir können, wenn dann, nur einen Bus fahren. Und wir haben ja keinen Bus in der Nähe. Naja, wir hätten den hier. Beziehungsweise wird hier ja auch irgendwann eine Buslinie kommen, die dann hier, ich sag mal, die letzten 6-7 Straßen mitnimmt. Ich glaube, so lange warten wir. Jetzt hier irgendwas drin zu pressen, bringt es ja auch nicht. So. Einmal den. Wollen wir das so machen? Ja, ist in Ordnung. Und den. So, Stromgeschichten. Kriegen wir das hier vom Hang runter. Und das hier ist jetzt die Fährlinie. Deswegen könnte ich jetzt hier keinen Strom bauen. Also ich könnte drüber, aber hier könnte ich keinen Mast draufstellen. So, er ist erstmal dran. Wie sieht es denn hier mit Gewerbe in der Nähe aus? Das nächste Gewerbe ist hier, beziehungsweise immer drei. Hier wäre auch das nächste. Ja, aber ich glaube, wir geben hier schon mal einen aus. So. Obwohl, Moment, wir machen hier mal dicke Gewerbe. Mehr Arbeitsplätze. Ups. Den hier und dann ist gut. Warten wir kurz, ob der Strom ankommt. Sehr wahrscheinlich, jawohl. Und setzen unseren Weg fort. Das ist ein Angelpier. Ja, hier müssen wir mal das Gesamtbild so sehen. Ich glaube, hier werden wir uns mit einer Seite abfinden. Herbststraße. Okay. Mal hier. Dann hier einfach ran an die Kreuzung. So auf die simple. So, und hier können wir uns auch wieder eine Buslinie ausleihen. Einmal ihn. Und den ziehen wir uns dann hier ran. Fährt dann hier lang und kann dann hier geradeaus seine Tour fortsetzen. Finde ich gut. Next. Ihn hier. Irgendeine Mücke hier im Raum. Das bei den Temperaturen. So, wie schließen wir ihn hier an? Hier haben wir so einen Waldweg, wollte ich jetzt schon sagen. Moment, wir gehen mal hier raus. Ja, so ein Trampelpfad, also keine richtige Straße. Wobei hier aber auch Fahrzeuge drauf fahren. Also Müll sollte hier abgeholt werden. Wenn wir den updaten auf Straße und dann hier einfach um eine Ecke rum. Gibt es ja keine schöne Biegung. So, ja, dann wirkt das hier alles ein bisschen aufgeschüttet. Aber was soll's. Bomber einseitig? Ja, ich kann mich erinnern, dass das hier auch eine blöde Ecke war, eine blöde Kreuzung, also verkehrsmäßig. Ich glaube, da reicht uns eh ein Abgriff. Kannst du hier noch ein bisschen was hinstellen, wenn du magst. Ihn nehmen wir raus. Ja, Strom sollte er haben. Gucken wir mal, wie können wir ihn anbinden. Hier turtelt auch eine Buslinie lang und die greifen wir uns auch einfach. Schwupp. Oh, fehlt hier eine Station? Ja, ich glaube, ist okay, oder? Ja, lassen wir einfach. Jo, der nächste. Hier um eine Ecke. Den haben wir schon eingepflegt. Er hat Busse. Dann gehen wir einfach weiter. Ihn hier. Ja, hier wird das ein oder andere Hochhaus jetzt fallen. War jetzt hier eine Straße hier. Einfach direkt ranbauen. Ja, muss ich eh wegnehmen, was soll's. Können wir mal so machen, ein bisschen gerade. Oder so, sieht's nicht ganz so schlimm aus. Das sind ja auch alle Details, die dann irgendwann nicht mehr auffallen. Das sieht man jetzt mal kurz, ärgert sich ein bisschen.
Man könnte es schöner machen, aber Funktion ist sie eben, alles gut. So. Buslinien. Tüdüm, tüdüm, tüdüm. Wen hätten wir denn da gerne? Da würde ich sagen, nehmen wir uns doch bloß eine Seite hier. So. Aber wenn jetzt noch die zweite Buslinie von hier rinnen und raus, das ist ja auch wieder Staupotenzial. Hauptsache hat eh eine Buslinie und dann ist gut. So, hier splittet sich das ein bisschen. Hier, ähnliche Situation wie eben. Hier haben wir auch schon ein bisschen Straße, wo wir abgreifen könnten. Ich glaube, machen wir ihn updaten. Dann hier rüberziehen. Wird das reichen oder wird sich da irgendwas beißen? Na, da beißt es sich ja mit dem Angelsteg. Oder, nee, das ist diese Restaurantgeschichte. Aber wir können die auch erstmal hier hinpacken, die Straße bauen und das Ding wieder ranschieben. Einmal so. Und der hier. Ich hätte den natürlich auch ein bisschen weiter hier nach rechts rausgebogen, aber das hat er eben nicht angeboten. Ah, ist aber gut. Alle schick. Alt freut sich, das ist schön. Jo. Dann geht's weiter. Nächste Kreuzung. Ja, das ist ja wegen den Brücken. Dass das hier so auf einer Spur ist. Mich schon drüber geärgert. Alle Dude. So, was haben wir hier feinet? Hier könnten wir auch wieder einen einseitigen Ableger machen. Ich würde sagen, hier an diese Kreuzung ran. Ja. Gehen ein paar Häuser drauf. Oh, kann passieren. Ungefähr so. Haltestelle. Rausgebogen. Ja. Strom sollte er haben. Weiter geht's. So, das Ding hier scheint nicht richtig zu funktionieren. Obwohl Straße da ist. Vielleicht das Ding einfach noch einen Millimeter näher ranschieben oder so. Manchmal liegt es ja auch da dran. Dann würde er uns ja aber auch anzeigen, dass er keine Straßenconnection hat. Also mit diesem T-Symbol. Merkwürdig. Oh, geh mal dahin. Dich nehmen wir raus. Und biegen uns hier was Neues dran. So. Du kommst mit. Oh, ich krieg den ja nicht höher ans Land. Das heißt, wir brauchen tatsächlich noch einen weiteren Ableger von der Earlstraße. Irgendwie. Aber er meckert nicht, dass er hier Connection-Problem hat. Müllberge. Das wird eins der Angeltouren. Hat aber auch Besucher. Strange. Wo haben wir jetzt hier diese Wanderwege? Waren die hier mit dabei? Nee. Grübel, grübel. Oder waren die tatsächlich bei den Straßen dabei? Suche ich. Ja. Die hier, oder? Zweispurige Kiesstraße. Die führen wir jetzt hier noch einfach irgendwie mal dran. Nee, du kannst ebenerdig bleiben. Das, nee, das war das Problem immer. Also kein Problem. Das ist zu nah dran. Dass die bloß rangeführt werden hier. Aber ich glaube, das wird auch wieder für die Müllabfuhr nicht reichen, ne? Also die werden ja diesen Weg auch nicht langfahren können. Ist jetzt hier noch eine zweite Kreuzung, so einen zweiten Ableger? Das macht die Sache auch wieder merkwürdig kompliziert, denn... Warum habt ihr eigentlich Müll? Alle tote Fische. Auf, dann gibt es halt eben so ein...
Und das geht nicht, weil zu nah an der Kreuzung dran. Und hier beginnt eine Brücke. Auch merkwürdig, ne? Irgendwie. Big Picture mal bitte. Pass auf, du kriegst einfach eine neue Ecke verpasst von uns. Du musst denn nicht hier sein. Shit. Ist überall Fährlinie. So, wir machen so. Ja. Eine Straße nehmen, dann nehmen wir auch die schöne mit Bäumen. Und so. Okay. Haben wir das. Hier noch irgendwas nachzufärben, Wohngebietmäßig eigentlich nicht. Na, hier könnte man noch ein Tupferchen machen. Tupf. Sehr schön. Dann hätten wir gerne Buslinie an der Stelle. Wir könnten ihn hier nehmen. Zack. Der kann dann hier schön geradeaus weiterfahren. Ja, mutmaßig mal, dass wir ungefähr die Hälfte der Fährstrecke schon mal bearbeitet haben und werden mit der Fährstrecke in der nächsten Episode weitermachen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren, ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich oder kommt in meinem Forum vorbei, www.daloriot.de. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.